Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Minecraft Season 9 mit allen Hallas. Aus dem Team PS. Hi. Guten Tag. Ich war zuletzt dran, hier die Ebene einzuebnen, um da einen Friedhof hinzusetzen. Ach stimmt, du bist ja jetzt mein Nachbar geworden hier vorne. Essen. Ich habe leider auch nichts mehr zu essen mit, das ist doch kacke. Das ist schlecht, wenn der uns eigentlich mit Essen versorgt, nichts mehr zu essen hat, dann ist das ein schlechtes Zeichen für die Republik. Ihr wurdet ja auch von Debitor bekehrt. Ich hab halt nur nichts zu essen mit. Mit bösen Fastfood KFC Mittelalter Shit. Das stimmt. Ja, genau, da gehe ich jetzt hin. So muss es sein. Cool, das ist ja nicht gut. Ich hab wieder alles gesund. Das wusste man früher halt noch gar nicht. Sicher? Ja. Okay. Woher denn auch? Weiß ich nicht. Dammit! Was ist denn hier los? Muss ich hier irgendwie das hinkriegen, eine coole Treppe hier hoch. Was ist dein Plan für die Ebene nochmal, Christian? Mach da einen Friedhof hin. Da ich jetzt nicht hier die nächste Reihe nach und nach unbedingt nur abbauen will, werde ich schon anfangen, den Kram einfach zu bauen und danach muss ich dann halt weiter einebnen. Die Fläche müsste eigentlich breiter sein, also sonst ist das so in die Länge gezogen. Friedhof unter Brams Tour finde ich, auf jeden Fall passend. Machst du denn auch so eine kleine Kirche dabei? Ja, stimmt, mein Turm geht ja fliegen. Mach einen Friedhof, keine Kirche. Ja, aber bei einem Friedhof ist da meistens immer die Bestattungskapelle dabei. Okay. Stimmt, das ist kein katholischer Friedhof. Also, das ist zumindest, was ich so kenne. Ja, muss ja kein katholischer Friedhof sein. Das ist auch kein evangelischer. Wusstet ihr eigentlich, dass es so ein Land gibt? Ich habe leider vergessen. Lampukistan. Also gut, das gibt es vielleicht auch, aber ich meine, so ein Land, wo die Leute auf dem Friedhof leben. Ja, das kenne ich nicht. Also allein schon, weil es auch die Religion von denen so akzeptiert und das gut findet. Die zwei Vermischung von Leben und Tod und die haben tatsächlich, also ihre Wohnen, die schlafen, das ist kein Spaß jetzt, auf dem Grabstein ihres Vorfahrens. Und geil, genau. Erzählt der Bram tatsächlich keinen Quatsch, das habe ich mal in Galileo gesehen. Bram wahrscheinlich auch. Möglicherweise ist das. Und das fand ich ganz schön krank, weil unsere kulturelle Vorstellung von Tod ist wie geht man mit den Toten um, ist halt andere. Ja, eben. Wir setzen einen Pokestop hin und dann chillen wir da alle ab. Genau. Hast du schon, also, ja, ist es so? Ja, ich war schon Bachs Grab ist eine Arena. Ja. Ist eine Arena. Hier in Düsseldorf auf dem Nordfriedhof sind auch zwei Arenen. Und dadurch, dass der Friedhof halt auch abgeschlossen wird nachts, ist da halt zumindest am Anfang noch nicht so der Riesen-Shit drin gewesen. Ach, jetzt reden wir schon über Pokémon. Hey Leute, könnt ihr mal aufhören, über Pokémon die ganze Zeit zu reden? Ich wollte echt mal Product Placement mit denen machen und uns nachträglich bezahlen lassen. Ja, das denkt sich jede Redaktion, die es so gibt auf der Welt. Ja, die Games hat ja sogar ein Sonderheft über die gemacht. Echt? Nee, stimmt gar nicht. Die ganze Zeit auf dem Cover, damit die das Heft wieder verkaufen. Ein Game Pro Magazin hatte das auf dem Cover, stimmt. Ja, das neue halt. Ich hasse Boah, Product Placement gerade für Game Pro gemacht. Was ist denn Product Placement, wenn das auf dem Cover ist? Ticker Shit. Der Bram labert Bullshit. Ja, das steht nicht. Ich weiß nicht, was da. Das ist Clickbait. Da fehlen nur noch die Kreise und Pfeile Peter. Und dann. Das zu sagen. Als Zeichen dafür, dass hier gebaut ausgenutzt. Sitzen wir natürlich. Sind wir eigentlich die gleichen Bilder? Was? Bilder ja, von dir. Müsste, ja. Überdauern. Achso, was? Mein schon, Peter. Verstehe ich nicht, Peter. Also Bilder im Sinne von die tatsächlichen Bilder, die hier aufgehängt werden innerhalb der Taverne, sind ja Bilder. Ja, ja, da wir ja alle das gleiche Texture-Pack haben, müsste ja eigentlich, oder? Theoretisch ja. So, warte mal, was mache ich denn jetzt hier? Mache ich jetzt hier so ein Mäuerchen? Glaube schon. Finde ich ganz schön heftig. Wobei, nee, da warte mal, ich brauche Eisen. Ich finde es halt heftig. Spiel, ey. Mach einen Eisenzaun. Ja, die Bilder sind teilweise sehr heftig, ja. Oh, auf jeden Fall einen Eisenzaun. Und ich brauche eine Truhe. Was siehst du denn da? Brutale Kampfszenen. Krass. Das ist eine brutale Kampfszene. Ja, wirklich. Ja, hier wie so... Oh, der Zombie schmeißt mich hier gleich runter. Die Augen ausgestochen bekommen und so. Oh, Alter.
Das hat mich gar nicht gewarnt hier. Was? Hat der Zombie mich beinahe von dem Berg neben dir runtergeschubst. Er ist direkt auf den Friedhof gefallen, wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ja, ohne Witz. So. Hättest du aber Probe liegen können. Hallo, genau die Sachen will ich haben. Dann hat Christian schon das erste Grab eingeweiht. White Banner. White Banner. Beschriftest du dann auch die Grabsteine? Quasi? Nee, das... Mit tollen Witzen? So wie jedes RPG ever? Was? Geht nicht. Ja doch, du, klar geht das. Du könntest doch das Schild da drauf machen. Ja, aber ein Grab für Vigo. Auf so einen Grabstein. Ich weiß eh noch nicht, wie ich die Grabsteine mache. Weil die sind ja eigentlich... Na, mal gucken. Je nachdem, ob das halt okay aussieht, da ein Schild dran zu klatschen. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn das okay aussieht, können wir da gerne so Witzchen dran machen. Gar nicht, ob ich das will. Ich? Ein Witz über Peter? Willst du eher so Karlauer Witze oder so richtig derbe Sachen? Ne, wenn, dann Karlauer Witze. Achso, also nicht so, hier ruht der Bomber von Arnheim oder so. Nein, solche Witze nicht. Das ist lustig. Das ist schon ziemlich krass. Achso. Also Karlauer sind natürlich auch... Ja, wer lässt eigentlich immer die Tür hier auf, wenn hier mal so ein Creeper reingeht? Ja, hatte ich nicht irgendwo noch Iron Bars? Yes, Sir. Wow, 5. Geil, nur hol welche unten aus unserer... Habt ihr unten bei euch noch... Habt ihr wirklich da noch welche? Ich glaube ja, schon. Ja, Eisen haben wir satt und genug. Ja, ist klar. Ja, satt und genug, direkt Eisen mitgenommen und den Kram gebaut. Weil Eisen habe ich auch noch genug. Aber wenn ihr das sagt, dann ist das ja cool. Wenn Peter das sagt, ja, dann. Ich soll noch den. Wie heißen die Dinger? Die Warzen muss ich auch noch bauen. Shitty. Warze. Shitty McTitty. Das Kleine mit der Warze. Nein, ich meine nicht Peter Maffay. Warum nicht? Nö. Gegen den habe ich nichts. Stellenbeschreibung. Oder? Nichts Wirksames. Ah! Das wäre so ein Ding, was auf das Schild kommt. Das ist keine mit der Warze oder nichts Wirksames? Nee, das mit der Warze kommt in den Grabstein. Also in das Grab. Und in die Grabstein. Was meint ihr, warum die Raketenbohnen unser Geld nicht mehr wollen? Also, sagen wir das Geld der Leute. Unser Geld ist gut, wir haben die, glaube ich, nicht subscribed. Deswegen, also das Geld der Leute, sag ich jetzt mal. Finde ich halt voll krass. Ziehen die jetzt um oder haben die irgendwie einen Monat, wo die irgendwie so, weiß ich nicht, so Spenden haben? Die haben so viel Geld jetzt gemacht in letzter Zeit, dass die das nicht brauchen. Nee, also da wäre, also die Theorie wäre auf jeden Fall, dass die dann nicht mehr auf Twitch bleiben. Ja. Hä, worum geht's denn überhaupt? Um die Bohnen. Die Rocket Beans haben halt E-Mails geschickt, so von wegen, ey, Subscriber, voll geil, dass ihr uns unterstützt habt oder unterstützt und so weiter. Aber subscribe mal ab nächsten Monat irgendwie nicht mehr. Aha. Also das in WhatsApp gar nicht gelesen? Doch, ich hab da den WhatsApp gelesen, trotzdem weiß ich nicht, worum es dahin geht. Weil das mit dem Subscriber-E-Mails habe ich nicht gewusst. Aber ich wusste halt nur, dass er irgendwas mit den Bohnen ist. Jay hat sich das Bild nicht angeguckt. Richtig. Man kann bei Twitch halt Nachrichten an alle schicken, die einem halt, die einen subscribed haben quasi. Subscriben, ja. Okay. Ja, voll geil, wenn man Nachrichten schicken könnte an alle, die einen followen. Ich weiß nicht, vielleicht geht das ja sogar. Keine Ahnung. Geht auch, wenn können du wir denn auch jetzt an die nicht? Subscriber von den Rocket Beans schreiben, subscribe da für uns? Nein, das können wir nicht. Das wäre aber cool. Du kannst ja die Rocket Beans fragen, ob die das für uns machen. Also die können das ja im Auftrag für uns machen. Ja, mal los. Gehen. Machen wir mal Budi und Simon. Da würde mich halt echt interessieren. Und Rest. Ich bin auch mal gespannt, was dabei rumkommt, also was die jetzt so vorhaben. Bin ich mal gespannt. Ich weiß es halt überhaupt nicht, aber... Auch nicht. Also auf jeden Fall eine Twitch-Alternative. Warum sollte man sonst seinen Subscribern sagen... Hört auf, uns zu subscriben, so. Das ergibt sonst keinen Sinn in meiner Perspektive. Das ergibt das echt keinen Sinn. Außer die wollen irgendwie Insolvenz anmelden. Oh no! Und die wollen nicht, dass das Geld. Wollen die auf jeden Fall. Dass das Geld halt dem Insolvenzverwalter dann in die Hände fällt, das wollen die nicht. Die wir planen was ganz Großes, das will man nicht fragen. Bam, ja. Insolvenz angemeldet.
Dann kommt so der Twitter-Post, damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Okay, das halte ich für unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Aber möglich. Nee. Fucking unmöglich. Deswegen entweder eine andere Streaming-Plattform, ich glaube nicht Hitbox, wenn dann YouTube. Hitbox. Oder eine ganz eigene Streaming-Plattform, also auf ja, deren eigenen so Seite. Richtig. Auf pizmit.de. Aber dann ja. Mit Paywall. Das wäre natürlich heftig. Oder Fernsehen halt. Wieder mal Fernsehen, wieder. Nachdem die sich davon losgesagt haben. Ja, ein ganzer Sender. Ach, du meinst einen ganz eigenen Sender, also quasi. Ja, vielleicht. Wir empfangen bald Rocket Beans TV. Das wäre krass. Hat halt der Red Bull Heini hat jetzt in die investiert und gibt den einen eigenen Sender. Der Red Bull Heini. Wer weiß? Wer weiß, das wäre halt Österreicher krass. Sein. Und das Fernsehsignal müsste trotzdem noch im Internet übertragen werden, weil. Kacke! Keine Ahnung, da müsste ich ja sonst den Fernseher anmachen. Aber das sehe ich ja nicht. Ja, die Mediathek oder so, worüber es übertragen wird. Also über das System der Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel. Das war ja gebrannter Stein. Ach, das sieht alles so gleich aus. Wer weiß. Okay, das heißt oder die machen es zusammen mit RTL und dann hört RTL Now und so ein Scheiß. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Unendlich! Vielleicht melden sie auch einfach Insolvenz an. Das hat mich bisher am meisten überzeugt. Ja, mich auch. Und vor allem am meisten gelesen im Internet. Ich glaube, die gehen zu Livestream. Was ist das? Das ist auch so ein Streaming. Mit Livestream? Ja, habe ich auch verstanden. Gestern noch Werbung für gesehen. Ich glaube, das wird sich durchsetzen. Das klingt irgendwie. Ey, das ist voll geil, wenn ich 24 Stunden sende bei Livestream. Das ist geil, wenn man abends Fernsehen guckt, dann kommt so geiler Kram. Vor allen Dingen, das kam gestern bei der Softpack-Folge, die auch schon mal älter ist, hier, wo immer wieder dieses. Ihr wisst, er heißt Butters. Das bin ich! Ja. Wo die Eltern Hochzeitstag haben und Butters seinem Vater hinterher schnüffelt und nicht checkt, dass er ins Schwulen geht ja, und in die Männersauna geht. Das ist so geil. Die kenne ich. Ach man. Naja, und da kam das halt. Da dachte ich mir, das könnte sich durchsetzen. Und dann dachte ich mir, hier war doch mal eine Truhe. Kacke! Was dachtest du dir dann? Warte, hier war eine Truhe. Oh shit. Dann dachte er sich direkt nach dem Butter sagte, das bin stimmt. Ich! Wieso fliegt eigentlich über der Burg so ein grüner Zipfel? Quack, das ist unsere Fahne. Das ist echt eine Flagge. Gute Frage. Achso, nee, das ist keine Fahne, Peter. Also da ist eine Fahne, ja, auf dem Turm. Ach, du meinst Jay seinen grünen Zipfel. Achso, ah ja, stimmt. Ach, das hängt ja schon ewig und drei Tage. Das ist noch so ein Baum. Ich würde mir echt wünschen, dass man in Minecraft mal so langsam Feuerpfeile abschießen kann und die Sachen dann anfangen zu brennen. Da müsste man mit das wäre echt geil. Quatschstein nicht mehr rumschlagen. Ehrlich gesagt wäre das ganz schön katastrophal. Das wäre echt super. Ja, aber ich meine, du kannst doch auch so ein paar Pfeile rüberfliegen. Lacht schon, das ist ganz schön katastrophal. Du kannst doch auch so. Na gut, dass mein ganzes Gebäude quasi nur ja, aus Stein das besteht. Stimmt, das aber egal. Wenn die das jetzt einbauen würden, dann würden wir das erstmal nutzen wollen. Ja, natürlich. Das wäre böse. Warte mal, Clay und Sand. Da ist nichts beschriftet, wahrscheinlich nichts drin. Wolle Nahrung. Wolle Nahrung kaufen? Wolle Nahrung kaufen. Arbeitet der Stein. Bams, Junge. Cracked? Ne, ich will kein Crack. Kannst aber auch haben. Aber alles da, kann alles besorgen. Ja, P and the D. Die nehmen wir alle. Nee, du siehst mich doch gerade, ne? Und B and the Brahmin. Ihr seht mich auch gerade beide, ne? Wait, P and the D ist, bin ich? Ja. Peter. Ich dachte eigentlich, P and the D sind wir beide, aber. Ja, ich meinte auch euch beide, aber guck mal, jetzt haben wir. P and the D hört sich eher an, als wenn gerade Peter Bram fickt. P and the D. Darf ich nicht das sehen? Oder natürlich jemand pisst in Bram rein, das ist die andere Sache. Also. Menge. Soll ich? Ich wollte hier noch so ein. Da hinten, oh Leute. What? Das ist doch hellig da. Da schon wieder. Ah, ne, das ist ein Pfeil auf Sef. Warte mal, war der halbwegs gut? Ich sehe das halt nicht. War okay. Okay, da hast du auch schon mal besser geschossen. Ich war okay. Alter, ich stehe voll. Ich weiß nicht, ob ich drüber schieße oder nicht. Ich sehe das nicht. Nee, ich sage, war okay. Oh, Christian, der hat mich fast getroffen. Noch einen Meter weiter. Ich schieß drüber, okay. Krass, alles klar. Was möchte der Sef?
Ich wollte fragen, ich wollte hier noch so einen Ausguckturm beziehungsweise so einen Verteidigungsturm hier bauen, weil da unten ist ja das Stadttor und dann kannst du ja von hier oben aus super den Eingang verteidigen. Ja, dann mach das doch. Ob ich den hier hinsetzen kann, also hier, eher so mehr in die Burg, auf den Hügel hier, oder hier vorne auf den Hügel setzen, wo du stehst jetzt. Hier, ne? Ja, würde ich schon. Okay. Gut, dann mache ich das hier hin. Und ich bin gleich tot. Wieder einfach immer weiter Pfeile auf den Fliegen. Also, ich hab ein einziges Mal getroffen, leider. Du bist ja auch ein Babbo, guck mal, ich bleib sogar stehen. Weißt du, da schießt du mal noch drüber, die Wurst. Die Wurst. Wurst. Jetzt muss ich mir hier ein bisschen Fundament machen. Das haben wir besser geschossen. Jetzt haben wir quasi die halbe Folge damit verbracht, dass ich absolut total gut vorbereitet war, wie im echten Leben. Und diese zwei Streppen bauen konnte. Hooray! Die irgendwie gar nicht mal so gut da reinpassen. Vielleicht machen wir das so. Ich dachte, du läufst da längs. Okay. Und so? Okay. Ja, Blödsinn. Über 200. Doch. Dahin. So machen. Dahin. Alles klar. Hey! Wir haben es geschafft. Mega sneaky, da war so ich am Schauer. So. Damit sind wir fertig für heute. Und ich danke vielmals fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Ciao. Tschüss. Ciao.